So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Jungs und Mädels. Heute hier aus dem verregneten Wrocław und damit eigentlich auch der letzten Episode auf meiner Reise, wenn man das so will. Beziehungsweise, besser ausgedrückt, auf der letzten Episode des ersten Teils meiner Reise, weil es soll ja weitergehen. Aber heute geht's auf nach Hause. Kurze Stippvisite zu Hause, Dinge erledigen, tun und machen. Kurz ist relativ, hat sich noch mal einiges an den Plänen geändert. Aber nichtsdestotrotz, geht's erstmal nach Hause und es gibt halt jede Menge Sachen dort zu tun, zu erledigen, auch in Vorbereitung auf die weitere Reise, sei es Visa, sei es Motorrad herrichten und ähnliche, gibt so einiges. Auf nach Hause! Nach Hause, was heißt das? Nach Hause heißt Frankfurt-Oder, schöne Grenzstadt Polen, Nähe Berlin, damit die südlichen Bewohner auch einordnen können, ist eine Stadt, die nicht immer so ganz gut dasteht in den Nachrichten. Da machen wir einfach schlechte Arbeit als Stadt, das ist nun mal so. Aber nichtsdestotrotz meine Heimatstadt und ich liebe meine Heimatstadt. Da geht's wie gesagt heute hin. Auf geht's. So, jetzt hat es knapp 4 Stunden lang geregnet. ein bisschen länger. Und dann hat es schlagartig aufgehört. Es fängt immer mal wieder an zu tropfen. Jetzt hier gerade irgendwie. Weiß ich nicht. War jetzt nicht so eine schöne Fahrt. Dabei war so jetzt die Landstraßen und so, die ich mir so rausgesucht habe, die waren eigentlich gar nicht so schlecht. Ist aber jetzt halt bei Regen und so natürlich auch nicht so das Gelbe vom Ei. Insofern, ja, gab es halt nicht wirklich viel zu sehen. Ne? Ich kann mein Zuhause fast schon riechen. Soweit ist nicht mehr. Es sind noch 10 Kilometer ungefähr. Bloß noch durch die Stadt gucken und so weiter und so fort. Ich werde mich da sicherlich mit meinen Eltern treffen, mal gucken, je nachdem, wie das Wetter hält oder nicht. Und so der Plan. Ansonsten hatte ich heute Morgen gesagt, dass ich vielleicht nochmal ganz kurz loswerden will, wie es weitergeht. Grundsätzlich ging es hier so ein bisschen hin und her. Ich habe ja entsprechend alles geklärt, um das Motorrad zu verschiffen, zu tun und zu machen. Hatte mich am Anfang darauf konzentriert, da sah der Termin danach aus, dass es Mitte September losgeht. Demzufolge habe ich meine Reisepläne etwas ein bisschen umgestellt und hier und da halt auch ein bisschen abgekürzt. Und ja, nachdem ich das so vollzogen habe, hat sich dann der, ich nenne es mal Abgabetermin für das Motorrad wiederum verändert, weil der erste Termin nicht einhaltbar war und damit hat sich wieder alles um einen Monat nach hinten verschoben. Deshalb wieder umdrehen und rückwärts irgendwo nochmal runterfahren oder so oder in irgendwelche Richtungen zu fahren, die ich mir vorher eigentlich nur angucken wollte, fand ich dann ein bisschen blöd. Also bin ich halt weiter in den Plan verfolgt, nach Hause zu fahren. Jetzt, kurz bevor ich nach Hause komme, 2 Tage vorher, hieß es dann plötzlich, der erste Termin passt dann doch wieder und musste halt so schnell wie möglich nach Hause kommen, um das Motorrad abgeben zu können. Das heißt, das hatte ich mein Plan ursprünglich, hier 4-5 Wochen Zeit zu haben, um alles Mögliche vorzubereiten und vor allem auch das Motorrad auseinanderzunehmen mit allen Eventualitäten, neue Reifen zu besorgen und so, von heute auf morgen schlagartig geändert und jetzt habe ich bloß noch 3 Wochen sozusagen, 2,5 mehr oder weniger. Und ja, 2,5 Wochen ist ausreichend, wenn alles vorbereitet ist. Aber es ist ja nichts weiter vorbereitet, weil ich dachte, ich hätte mehr Zeit. Insofern, ja, muss ich jetzt mal ein bisschen auf die Tube drücken, um Ersatzteile zu besorgen, zu tun und zu machen, um dann die nächsten Tage das Motorrad vorzubereiten und herzurichten. Nichtsdestotrotz, der Übergabetermin des Motorrads dann in Südamerika bleibt aber trotzdem um einen Monat versetzt. Das heißt, ich muss quasi, 2 Monate auf mein Motorrad verzichten, mehr oder weniger. Da ist natürlich Zoll und Co. alles mit inbegriffen, aber das ist doch länger, als ursprünglich der Plan war und wirft, wie gesagt, einiges an meinen einzelnen oder meinen persönlichen Planungen durcheinander. So sieht es momentan aus.
viel weiter Weg da gar nicht weiter drauf eingehen. Nichtsdestotrotz, die Zeit will ich nutzen, um noch das ein oder andere an Video zu bringen. Heißt, wir werden uns sicherlich nochmal, werden mich sicherlich nochmal dazu kurz äußern, wie mir denn mit dem Motorrad ergangen ist, dass dann ja zur 24.000er Durchsicht demnächst dran ist, die ich ja selber mache, aber nichtsdestotrotz 24.000 Kilometer. Grundsätzlich hatte ich zwischendrin mehrfach schon mal angefragt und ja, das wurde auch mit Wohlwollen gesehen, würde ich mich nochmal hinsetzen und vielleicht mal so Revue passieren lassen, die letzten 8 Monate Motorradreise sozusagen und auch, was mich der Spaß bisher hier gekostet hat, einfach mal so, damit sich jeder so ein Bild machen kann. Das ist natürlich nicht 1:1 nutzbar, weil jeder ja ein bisschen anders gestrickt ist, anderweitig seine seine Präferenzen legt und so weiter und so fort. Ansonsten will ich mir selber noch mal 1-2 Motorrad oder Motorräder ausleihen, will ich gerne mal testen für mich, einfach weil es interessant für mich gewesen wäre, das eine zum Beispiel. Und ja, wenn ihr wollt, dann nehme ich euch da mit. Das soll kein Review werden oder so ein Kram. Mit sowas fange ich nicht an. Da bin ich auch nicht der Richtige für. Aber ich kann euch durchaus meinen Fahreindruck geben. Und schon alleine auch, wenn ich jetzt hier umsteige von meiner geliebten Afrika Twin auf eines der Modelle halt entsprechend. Das würde ich vielleicht bringen. Und ansonsten klar, ich meine, das verschiffen und so logischerweise. Das zeige ich euch, damit ihr wisst, was da an großen Umfang dahinter steckt oder eben nicht dahinter steckt, je nachdem wie man das sieht. Das wäre so der Plan. Und ja, dann der ein oder andere gefragt wegen Kamerasystem und so, obwohl ich da nichts anders mache als andere Leute, aber gehe ich gerne noch mal drauf ein, kann ich auch noch mal das Video bringen. Insofern sollte das für euch zumindest nicht langweilig werden und ich hänge ja auch noch 1-2 Wochen hinter meinen bisherigen Reisevideos hinterher. Damit sollte die Lücke eigentlich für euch gefüllt sein, so dass ich auch weiterhin Videos sozusagen bringe. Und mit dem, was ich mir jetzt so alles vorgenommen habe, ist dann auch die ja eigentlich mehr oder weniger 2-monatige Pause zu Hause zu überbrücken, ohne dass ihr das sozusagen in dem Sinne ohne Video aushalten müsst. Ob das dann für euch interessant ist oder nicht, ist dann mal eine andere Geschichte, das könnt ihr ja dann selber entscheiden. Ansonsten geht's wirklich mit der weiteren Reise und Reisevideos dann sozusagen eben ja, Ende Oktober dann quasi weiter, mehr oder weniger. Also insofern könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr gerne das zu den Motorrädern sehen wollt. Ansonsten klar, wie gesagt, Kosten zur bisherigen Reise, zu meinem Equipment und halt zu den Kameras. Das alleine sind 6 Videos. Vielleicht fällt mir das ein oder andere ein, aber grundsätzlich kriege ich die Wochen schon voll. Das sollte nicht das Thema sein. Na? Wie gesagt, wenn da irgendwas dabei ist, wo ihr sagt, nee, lass mal lieber sein, dann lasse ich es halt weg. Nicht das Thema. Ansonsten, ja. Mein Kanal, mein Leben, meine Entscheidung. Gut, ja, jetzt sind wir noch 4 Kilometer, 5 Kilometer. Ich nehme euch einfach mal mit in die Stadt rein. Wie gesagt, meine Heimatstadt, Frankfurt oder in dem Fall. Ja, ist jetzt keine Weltstadt, hat nicht so viel zu bieten. Ist aber, wie gesagt, meine Heimatstadt und ich komme immer wieder gerne, auch nach meinen längeren Reisen, immer wieder gerne nach Hause. Und ich denke, für einen normal erzogenen Menschen sollte das doch immer so sein, egal wo er herkommt und unter welchen Bedingungen er aufgewachsen ist. Er wird immer gerne nach Hause kommen. Und das gilt halt für mich auch. Ja, und da sind wir auch schon. Meine Heimatstadt ist ja eine Grenzstadt zu Polen und teilt sich quasi auf in Frankfurt, Oder und Słowice, was also quasi die polnische Seite ist. Wow, 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 das war aber knapp hier, Jungs. Frankfurt-Oder selber, Universitätsstadt, hat auch eine sehr gute Universität, nicht meine Fachgebiete. Und dieses Thema Universität ist allerdings in Frankfurt, ja, würde mal so ein bisschen, um mit schönen, höflich auszudrücken, unter Teppich gekehrt. Keine Ahnung, könnte man mehr draus machen, wie auch immer.
da ist die Stadt immer nicht so sonderlich gut bei Sache. Ansonsten, ja, Slovice als Grenzstadt ist halt nicht weiter nennenswert. Ist ein kleines Städtchen, ohne das Städtchen jetzt runter machen zu wollen. Lebt hauptsächlich halt von dem deutschen Tourismus, so wie man hier rechts sieht, wo quasi die Leute alle kommen, um dann auf einen Markt zu gehen und hier irgendwelchen Billigkram auf dem Markt zu kaufen und hier ihr Geld rauszuhauen, zu tun und zu machen. Das war vor vielen Jahren noch schlimmer, als es heutzutage noch ist, aber so richtig geändert hat sich daran eigentlich nie was. Insofern, ja, das ist so ein bisschen, darauf lässt sich leider der Bereich hier so ein bisschen reduzieren. Ja, ansonsten sieht man da hinten schon das größte Gebäude, glaube ich. Ja, denke schon, von Frankfurt-Oder, unseren Oder-Turm. Ansonsten, Frankfurt ist halt eine Kleinstadt. Ne? Es ist extrem geschrumpft seit der Wende. Einige, wie gesagt, sich selber zuzuschreiben, aber andere Sachen dann eben auch, wie das halt nun mal so ist mit der Demografie. Ich wohne da gerne, ich bin da groß geworden, ich bin da aufgewachsen und ich komme auch immer wieder gerne zurück. Und insofern, ja, kann ich da nicht viel mehr dazu sagen. Es ist keine Stadt, die ich anpreisen würde und sagen würde, hey, die müsst ihr unbedingt besuchen. Aber wie gesagt, es ist meine Heimatstadt und ich komme immer wieder gerne. So, und dann ist man hier eigentlich auch schon durch die Hälfte des Slovices durch und einmal über die Brücke gespuckt und dann ist man in Deutschland und im Frankfurt-Teil sozusagen. Ja, da drüben so schön an der Oder habe ich gewohnt, musste ich leider aufgeben im Sinne meiner Reise. Und ja, in Oder ist auch extrem wenig Wasser drin, wie vermutlich überall in Europa aktuell. Und das bisschen Regen, was heute runtergekommen ist, wird das nicht ändern. Ja, das war mal der Grenzbereich. Hat man alle Drücke gebaut, was auch ganz gut ist. Muss man nicht mehr sehen. Braucht man ja heute auch nicht mehr. In der aktuellen politischen Lage. 20 Jahren sieht es vielleicht mal anders aus, aber aktuell ist es so. Und ansonsten, ja. Herzlich willkommen, liebe Jungs und Mädels, zurück in Deutschland. Und damit schließt sich dann auch der Kreis, zumindest für den ersten Teil der Reise. Und ich werde hier nochmal durch die Stadt ziehen. So, und das ist, hier sieht man da zum Beispiel auch so ein Überbleibsel mit diesen großen Boulevardstraßen, hier schon tausendmal umgebaut im Laufe der letzten Jahre. Ist so ein Thema, so was vereinsamt in kleineren Städten, ne? Weil drumherum, weiß ich nicht, es ist einfach, die Abstände sind einfach zu groß. Ich hätte diese Straße schon vor Jahren umgebaut, aber die Stadt selber hat sich das nie getraut oder nie gemacht, wie auch immer. Weil brauchen wir ja bloß so, wie jetzt hier rechts zum Beispiel, wenn so ein Laden leer ist, dann geht das hier relativ schnell und dann ist so eine große Straße nicht mehr großartig besucht, nur noch von A nach B rennen, aber eben nicht mehr im Sinne von Kommerz oder so. Und dann vereinsamt sowas relativ schnell. Meine persönliche Meinung, aber vielleicht habe ich einfach auch nur ein zu schlechtes Bild von meiner eigenen Heimatstadt. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich komme immer gerne wieder nach Hause. Insofern kann es ja nicht so schlimm sein. Dafür haben wir ein paar schöne alte Kirchen, die sind schick. Wir haben auch eine alte orthodoxe Holzkirche, die selbst die Frankfurter meistens oder die Jüngeren zumindest nicht kennen. Auch sehr schönes Gebäude. Insofern, ja, bautechnisch, architektonisch gibt es schon das eine oder andere, so ist nicht. Gut, aber ich will euch keinen Knopf an die Backe labern. Wir sind jetzt hier in Frankfurt oder meiner Heimatstadt. Wir sind zurück in Deutschland. Wir haben den Kreis sozusagen geschlossen, wie schon mal gesagt. Und damit ist eigentlich ich nenne es jetzt einfach mal den ersten Teil, der erste Teil meiner Reise beendet. Und zweiter Teil, auch wenn ich es nie so nennen werde, offiziell, zweiter Teil beginnt dann halt zwangsweise in 2 Monaten, anders geht's nicht. Ja, alte Post.
geht leider auch so ein Stück den Bach runter. Ein Teil davon ist immer noch Post drinne. Ansonsten steht viele da drinne leer, weil halt nicht mehr vernünftig bewirtschaftet wird. Eigentlich schade, gerade bei so einem Gebäude. Aber gut, das ist halt Kapitalismus heute. Muss ja alle doch irgendwo finanzierbar sein. Achso, ja, hier rechts, ganz wichtig, Viadrina-Universität. Superschönes Gebäude, tolle Universität, guter Ruf vom Prinzip her, aber eben nicht meine Studienrichtung. Also musste ich damals woanders studieren. Was ja auch nicht so schlecht ist, zu Hause mal raus und so weiter und so fort. Gehört ja auch dazu. Ja, Jungs und Mädels, damit sollte es eigentlich sein für den ersten Teil, um mal dabei zu bleiben. Ich bin Jens, das ist meine kleine Weltreise und wenn ihr wollt, dann schaut beim nächsten Mal wieder mit rein. Oh. Oh. Ah.